Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem kurzen Special-Projekt. Ja, was heißt kurz? Also ich habe auf jeden Fall ein Special-Projekt geplant, wie ihr sehen könnt, oder wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, handelt es sich um Minecraft. Und ich habe mir überlegt, da ich jetzt so 50 Abonnenten kein Special gemacht habe, jetzt aber irgendwie tierisch Bock habe, für die 80 Leute ein Special zu machen, weil ich einfach auch mal Danke sagen möchte. Habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde auf diversen Multiplayer-Servern 8 verschiedene Minispiele raussuchen. Wie hier zum Beispiel haben wir ja, hoppala. Hier bin ich auf dem Gomma HD-Server. Leider sieht man im Moment nicht ganz so viel, weil die Welt nicht generieren möchte. Jedenfalls gibt es hier ja diverse Minispiele, die ich auch sehr, sehr, sehr gerne zocke in letzter Zeit. Darunter ganz besonders gerne die Ender Games. Survival Games kennt natürlich auch jeder. Rage Mode würde ich gerne anzocken. Bed Wars. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Server, wo ich mir so ein paar Minispiele raussuchen möchte. Und ja, dann würde ich ganz gerne mir, wie gesagt, 8 kleine Minispiele raussuchen und zu jedem so einen Part quasi hochladen. Das wäre dann quasi meine kleine 80 Abonnenten-Special-Reihe sozusagen. Und ja, damit würde ich dann jetzt ganz gerne anfangen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir vornehme. Ich habe auch keine Ahnung, ob das wirklich alles so hochgeladen wird, wie ich es mir gerade vorstelle. Jedenfalls, Shovel in Minecraft wäre auch noch eine Idee. Aber dazu bräuchte man ein paar mehr Leute. Vielleicht spiele ich das auch hin und wieder mal mit jemandem zusammen, aber hauptsächlich werde ich das wohl alleine zocken. Und ja. Was soll ich noch sagen? Ich würde sagen, wir fangen mit den Ender Games an, weil es hat sich irgendwie bei mir so eingebürgert, dass ich jetzt die letzte Zeit eigentlich hauptsächlich Ender Games zocke. Und vielleicht habe ich daran ja auch so viel Spaß, dass ich demnächst dann öfter mal solche Minigames mache mit Minecraft und Let's Play und so. Ihr wisst schon. Mein Nick auf, also ganz oben links in der Ecke seht ihr ja immer meinen Nick. Das ist momentan Atarek, leider nicht Jaricho, weil ich Minecraft schon. Also gespielt habe, bevor es Jaricho in dem Sinne gab. Und deshalb, ja, heiße ich im Moment in Minecraft leider. Also was heißt leider? Ich heiße ja auf jeden Fall Atarik. Ist eigentlich ein männlicher Name. Also für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein männlicher Name. Okay, jedenfalls, ich schweife ab, merke ich. Würde ich sagen, dann beginnen wir die ganze Runde mit einem Ender Games Spiel und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon im Spiel. Hallo 12 Daniel Klusi. Schlagzeuger 93. Und ja, ich habe das Kit Dieb genommen. Denn es ist halt eins der neueren Kits. Und sobald ich gesehen habe, dass dieses Kit draußen war, war das eins der ersten, das ich mir besorgt habe. Denn ich bin ein Dieb, der geborene Dieb. Es ist meine Bestimmung, es ist meine Lebenseinstellung und ja. Für den Fall, dass jemand nicht weiß, was das Diebeskit kann, zeige ich euch das ganz kurz. Ich leere die Kisten mit nur einem Klick. Das finde ich so eine geniale Fähigkeit. Wirklich einfach sowas von Hammer. Man hat einfach am Anfang schon so. Ah, Arschloch. Man hat einfach am Anfang schon so viel Zeugs, was man sich da angesammelt hat. Das ist wirklich der Wahnsinn. Man muss halt nur die Möglichkeit haben, das alles noch irgendwie zu verarbeiten. Wenn einem jetzt nicht die ganze Zeit irgendwer hinterherrennen würde. Ich hoffe, er hat das jetzt nicht getan. Das wäre schön blöd. Ja. Also, das wird dann quasi meine erste Runde hier sein. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich jetzt natürlich direkt am Anfang sterben sollte, war das ein ziemlicher Fail. Dann wird das aber natürlich auch nicht hochgeladen. Und ja. Ach ja, ich fange übrigens dann auch mit einer. Ach Mann. Mit einer Lederkappe an. Meiner schwarzen. Genau, so, machen wir das so. Und ich habe einen Schwupp gehört. Jetzt hätte ich mir natürlich auch aus dem Gold noch eine Hose machen können. Habe ich aber irgendwie verpennt. Mache ich dann später. Ich will jetzt erstmal irgendwie abhauen. Oh, Essen. Essen ist immer wichtig. Mehr Essen. Zack. Puff. Ah, da oben. Oh mein Gott, da komme ich doch niemals ran. Ah, sie ist, glaube ich, eh gerade weg. Nein, ist sie nicht. Oh, ich komme doch ran. Der Nachteil an diesem Kit ist dann natürlich, dass man nie sieht, was eigentlich in den Kisten gerade drin war. Also ich habe irgendwie bis jetzt noch nie. Man muss halt immer ins Inventar dann nochmal rein, um zu gucken, was man da eigentlich gerade alles eingesammelt hat. Das ist immer so ein bisschen. Man hat halt nie wirklich
Die Macht über sein Inventar. Okay, wie weit sind die weg? 73 Blöcke. Soll ich noch versuchen, was zu craften? Ich traue mich fast gar nicht. Nein! Okay, jetzt muss ich eigentlich. Hahaha. Okay, versuchen wir es. Ganz fix, ganz fix. Komm, komm, komm. Habe ich jetzt eigentlich Schuhe? Ich habe noch gar keine Schuhe. Scheiße! Oh Mann, ich bin so schlau. Das Wichtigste. Ah, ich kann mir... Oh, ups. Cool. Hier hat sich jemand eingebaut. Nicht übel, aber ich kann mir Lederschuhe machen. Immerhin etwas. Besser als gar nichts. Oh Gott, ich kann mir ganz viel Brot machen. Yay, Essensprobleme. Habe ich auf jeden Fall keine mehr. Jetzt muss ich nur schauen, dass hier keiner in der Nähe ist, der mich direkt killt. Ah, einen habe ich noch. Das Brot hätte ich ganz gerne hier unten. Danke. Ah, jetzt habe ich jetzt dämliche Erde in meinem Inventar. Vollkommen unnötig einfach. So. 33. Oh. Das ist ziemlich nah. Das finde ich nicht gut. Ah, ich höre schon Pfeile. Oh mein Gott, ich höre Pfeile. Wahrscheinlich am anderen Ufer. Ah! Oh Gott. Ich erschrecke mich einfach immer so wahnsinnig, wenn ich geportet werde. Entschuldigt, dass ich hier immer dann so ein bisschen ausfallen werde. Ups, 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 ups. Nächster Gegner. 97 Blöcke. Finde ich sehr gut. Das heißt, ich kann einmal gucken. Ach, warum setze ich dafür eine Workbench, um in mein Inventar zu gucken? Sowas Unnötiges einfach. Egal. Ich habe bis jetzt noch keinen gekillt. Ich würde aber ganz gerne mal. Da ich ja eigentlich auch schon relativ gutes Equipment habe. Achso, nee, da. Gegner? Gegner? 90 Blöcke in diese Richtung. Ich könnte aber noch. Ich wage es, ich wage es. Jawohl. Ah, ein Bogen vielleicht auch noch. Und. Yay! Awesome! Autsch. Komm her, komm her, komm her. Nein, 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 ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Komm her, komm her, komm her. Komm schon. Stirb, stirb. Ja, geschafft. Holy shit. Das war echt gut, das war saugut. Oh, ist das schön. Hatte der nicht noch hier? Ah, nee, das ist sogar noch besser. Und Eisenhose. Nein, oh mein Gott, die Hose. Gib mir die Hose. Ah, weg damit. Weg, weg. Ah. Nein, weg. Oh mein Gott, essen, essen, essen. Ganz dringend essen. Und bitte, bitte, bitte abhauen vor dem Gegner, der 94 Blöcke von mir entfernt ist. Oh mein Gott. Okay, zumindest den ersten Gegner konnte ich erledigen. Und wir sind nur noch zu dritt. Ich habe gerade mal einen getötet. Das ist der Wahnsinn. Ich schaffe es einfach die ganze Zeit über wegzulaufen. Aber ja, das ist die Berufung eines Diebes, meine Freunde. Das ist die Berufung eines Diebes. Einfach die ganze Zeit. Warum kriege ich nicht mehr Diamanten, Mann? Das ist doch zum... Oh nein, 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 nein. Halt, 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 halt. So, jetzt. Weg, 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 weg. Weg. Nein, die schmeiße ich nicht weg. Das kann weg. Schärfe brauche ich nicht. So, na, na, na. Hoppala. Okay. Oh, nochmal was essen. Wichtig. Essen ist wichtig. Ausgewogene Ernährung, meine Freunde. Ausgewogene Ernährung. Komm her, komm her. Hopp. Hopp. Ja, ja. Komm her. Nein, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Nein. Nein. Ach, scheiße. Mist. Ach ja, es gibt übrigens keinen Spectator-Modus mehr. Also man wird direkt aus dem Spiel rausgekickt. Okay, ich glaube, das war jetzt eine relativ kurze Aufnahme. Das heißt, ich schmeiß direkt noch eine hinterher. Mal gucken, ob ich dasselbe Kit nehme. Das seht ihr jetzt gleich. Hey, oh, willkommen zurück. Ich bin dieses Mal als Zielsucher unterwegs, weil ich irgendwie als Dieb nicht wirklich weitergekommen bin und muss jetzt manuell meine Sachen hier aus der Kiste rausnehmen. Hui. Oh Gott, die sind alle so wahnsinnig schnell. Ah, komme ich ja gar nicht hinterher hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Zielsucher. Weil ich mit dem Diebeskit nicht wirklich weit gekommen bin. Habe ich festgestellt. Ich habe irgendwie sämtliche Runden, die ich gespielt habe, innerhalb der ersten 2 Sekunden verloren. Und bin dann einfach immer so wahnsinnig schnell gestorben, dass ich richtig keinen Bock mehr hatte. Und hoffe, dass mir dieses Kit jetzt irgendwie einen Vorteil verschafft. Ich habe auch mit dem Zielsucher schon 2 oder 3 Runden versucht, aber irgendwie bin ich raus. Ich habe so nicht mehr den Flow irgendwie. Ich weiß nicht. Normalerweise ist der Zielsucher ein Kit, für diejenigen, die es noch nicht wissen.
mit dem man, wenn man Gegner in der Nähe im Umkreis von 50 Blöcken, glaube ich, hat, die 50% oder weniger ihrer Leben haben, kriegt man einen Stärkeboost und vor allem einen Speedboost, sodass man halt direkt merkt, dass Gegner in der Nähe sind, die relativ low sind mit ihrem Leben. Und ja, das sollte einem eigentlich wenigstens so einen kleinen Vorteil verschaffen, aber nein, mir natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, okay, ich versuche jetzt einfach mal mein Bestes zu geben. Kurzzeit ist schon wieder vorbei. Halt, 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 halt. Boah, es ist immer so wahnsinnig laut, wenn das jetzt schwuppt. Ah, merkt ihr es? Merkt ihr es? Merkt ihr es? Da habe ich meinen Speedboost. Heißt, der Gegner ist nah und hat wenig Leben. Und stirbt. Stirbt. Seht ihr? Stärkeboost. Sehr geile Sache, finde ich. Sehr, sehr geile Sache. Aber jetzt funktioniert es auch ausnahmsweise mal. Versteht ihr? So, das, die ersten paar Male hat es einfach überhaupt nicht funktionieren wollen. So, und jetzt sieht es ganz gut aus. 104 Blöcke. Ich versuche mir ganz fix eine Eisenbrust zu craften. Nein! Mein Gold! Mein Gold! Hi! Stirb! Danke! Ah, zum Glück. Ach, Manno. Das ist bestimmt mein ganzes Gold weg, so ein Scheiß. Manno. Naja, wenigstens. Ich habe es auch ohne Rüstung geschafft. Seht ihr? Ich bin gut. Ich kann was. Tue nicht nur so, als könnte ich irgendwas. Ich kann das wirklich. Was laber ich hier für ein Mist? Keine Ahnung. Egal. Ihr dürft mich nicht zu so ernst nehmen. Ehrlich. Das ist keine gute Idee. Nehmt mich nicht ernst. Oh, Essen. Essen ist was sehr, sehr, sehr Feines. Essen kann ich sehr gut gebrauchen gerade. Ach, ich habe schon einen Bogen. Ha, ha, ha. Ah, hallo, Kiste. Ich habe keine Ahnung, wie weit der Gegner gerade entfernt ist, aber ich gehe das Risiko einfach mal ein jetzt. Ups. 108 Blöcke. Nice. Ich traue mich aber gerade nicht, irgendwas zu craften, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich wieder geportet werde. Das finde ich nicht gut. Da hinten die Kiste hatte ich schon, ne? Ich könnte mich mit den Enderperlen ja irgendwo mal da hinten. Da ist noch eine Kiste. War ich an der schon? An der war ich schon, richtig? Ja, an der war ich. Heißt sie. Oh, da hat jemand seinen Kompass verloren. Das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Hatte ich jetzt schon einen Helm? Ich weiß es gar nicht. Was habe ich denn noch nicht? Eine Hose habe ich noch nicht. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie weit der Gegner entfernt ist. Das ist keine gute Idee. Sollte man immer tun, vorher, Freunde. Einer meiner wichtigen Überlebenstricks. Guckt immer genau, wo euer Gegner ist. Ups, jetzt habe ich gerade ein Dia weggeschmissen. Das ist keine so gute Idee. Ich habe irgendwie heute so ein bisschen, ich bin so ein bisschen verpeilt, merke ich. So ein bisschen Dena-Style. Aber das macht nichts, wir rocken die Sache hier, Mädels und Jungs, wir rocken die Sache. Wenn auch mit 9 Enderperlen, meine Güte. Ist ja der Wahnsinn. Könnte ich die Enderperlen-Challenge schon umgespielt machen? Mich nur mit Enderperlen vorzubewegen hier. Jetzt irgendwo gewuppt, Mann! Ich höre es immer wuppen, aber ich sehe keine Kissen. Wo ist der Gegner? 166 Blöcke. Dass die mal alle so weit weg sind. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie so in die Nähe von denen zu rennen. Oh. Ah, hahaha. Hallo, mein Freund. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib mir weg mit deinem Bogen. Bleib mir weg. Nein, nein, nein. Komm her, komm her. Ich krieg dich, ich krieg dich. Was hast du denn vor? Hä? Was hast du denn vor? Komm her. Als ob ich da jetzt nochmal reinrenne, du. Als ob. Ganz ehrlich, so blöd bin selbst ich nicht. Dia-Schwert habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Den könnte ich. Ne, den brauche ich auch nicht. Habe ich auch schon. Cool. 1, 2, 3, weg damit. 1, 2, 3, 4, weg damit. Schärfe ist besser als ein Dia-Schwert, ne? Zumindest als ein unverzaubertes. Cool. 92, ich muss was essen. Essen, wichtig, wichtig. Wah. Oh! Hat er wenig Leben? Oh, Baby. Nein, hat er nicht. Okay, ich bin gerade so frei und hau einfach mal ganz dreist ab. Ich habe nämlich gerade, ich muss noch reggen und so. Ich hoffe, die habe ich jetzt auch bekommen. Sind das die zwei letzten? Ich weiß es gar nicht.
Hi. Komm her. Komm her. Komm her. No. Hallo. Komm her. Komm her. Stirb. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Nein, warum habe ich den? Ich habe den doch getroffen. Ich habe den doch getroffen, verdammt. Habt ihr das gesehen? Ich habe den getroffen, ohne Witz. Oh Mann, das nervt. Warum? Entschuldigt, wenn ich mich jetzt gerade so aufrege, aber warum? Ich habe den getroffen. Hatte der irgendeinen dämlichen... Ach, komm her, scheiß Hühnchen. Oh, wow. Ja, da hat auch keiner jemanden, der was essen wollen. Das ist sehr schön, das hilft mir weiter. Jetzt bräuchte ich... Ich könnte irgendwie einen Heiltrank oder sowas brauchen. Okay. Oh Mann. Ich könnte mir Eisenschuhe machen. Gegner? Gegner? 59 Blöcke. Das ist nicht weit genug. Das ist nicht weit genug. Um dass ich mir hier was craften könnte. In Ruhe vor allem was craften könnte. Ich hoffe, er entfernt sich. Sehr schön. Finde ich gut. Lass dir Zeit. Ich tue es auch. Okay. Hose brauche ich noch, richtig? Hose und Schuhe. Schuhe für Schuhe habe ich jetzt aber nicht mehr genug. Scheibenkleister. Okay. Huch. War, glaube ich, irgendwo ein Verzauberungstisch, glaube ich, oder? Huah! Ach, Eisenhelm. Stuff. Kiste? Kiste, Kiste, Kiste. Und ich habe immer noch nicht darauf geachtet, wie weit meine Gegner jetzt entfernt sind. Ich könnte das Feuerzeug hier vorne gebrauchen. Dankeschön. Jetzt gewuppt. Wahrscheinlich, weil wieder irgendwas verschwunden ist. Ich könnte was zu essen brauchen. Ein Steak habe ich noch. Ist kein Steak, richtig? Nee, ist keins. Ist egal. Ist was zu... Ah! Schmeiß das doch nicht weg! Wahnsinnig. Schade, dass Pferde kein Essen geben. So, Lasagne oder sowas. Das wäre mal ganz hilfreich. Kommuniziert er mit? Och, wir sind ja noch ganz viele. Mensch, ich dachte, das wäre schon so Finale oder sowas. Aua! Hey! Hey, sowas tut doch weh, lass das! Aua, Hilfe! Nein! Vergiss es! Hau auf! Hau ab! Lass das, du triffst jetzt eh nicht mehr. Heilige Scheiße. Oh, warum kann ich den nicht treffen? Kommt er hier hin? Nein, der wartet. Doch, er kommt hier hin. Wow! Wow! Was habe ich hier für geile Sachen drin? Auch ein ausgerechnet Herz muss ich dem hier gegenüberstehen. Ach, komm schon. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Wuhu. Ah, das ist ein Känguru. Verdammt. Okay, dann verfolge ich die lieber nicht, sondern kümmere mich hier darum, dass ich hier mein und so. Wisst ihr Bescheid, ne? So, Diahelm. Diahelm ist eine geile Sache. Da unten ist noch eine Kiste. Würde ich gerne haben. Habe ich aber nicht. Das ist blöd. Bin ich alleine? Nein, 27 Blöcke. Hi! Freund. Optimus. Irgendwas. Wow! 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 Nikos Optimus. Das hört sich irgendwie lateinisch an. Hat es tatsächlich geschafft, mich noch zu töten. Aber gut. Ich würde sagen, das war dann so die erste Runde von meinem kleinen Special hier. Ich gehe dann mal wieder zum Spawn zurück, denke ich. Hui! Erste Runde als Dieb, zweite Runde als Zielsucher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit habe ich euch jetzt die Endergames quasi so ein bisschen vorgestellt, hatte ich mir gedacht. Und, ey, nein. Beim nächsten Mal, im nächsten Part, suche ich mir dann ein anderes kleines Minispiel raus. Vielleicht die Bad Wars, vielleicht... Suche ich mal aus die Syndicate Games raus. Mal schauen, was entscheidet sich dann. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Boah, der sieht cool aus. Wie Gronkh in so einer Thief-Rüstung. ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da und
Kommis, wenn ihr möchtet. Ich beantworte jedes Kommentar, jeden Kommentar. Und abonnieren nicht vergessen. Schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Vielleicht packe ich da mal wichtige Links rein. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall lohnt es sich immer da mal reinzuschauen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.